Moin Leute, hier sind wieder. Wie heißt du? Lieder Ormes und viele. Wir sind hier vor Aldi Süd, unser Hut. Und ja, wir haben uns heute mal eine kleine Frage gestellt. Und zwar, kennt ihr das ja immer von Produkten? Gibt es manchmal ja so billigere Varianten, wie zum Beispiel von Pringles die Stapelchips. Und wir wollen heute mal den Test machen. Was schmeckt denn jetzt besser? Beziehungsweise schmeckt man überhaupt den Unterschied zwischen diesen beiden Produkten? Dafür gehen wir jetzt hier zu Aldi und machen jetzt gleich den ultimativen Test. Ich wünsche euch mega viel Spaß. Ah, wunderbar. So, da hätten wir schon mal die Oreos. Ah, hier dann die billigere Variante. Okay Leute, da wären wir. Wir haben einmal die falschen Oreos und die richtigen Oreos. Ich werde jetzt dem guten Lieder Ormes eben die Augen verbinden. Und dann schauen wir mal. So. Das werde ich jetzt gleich mal machen. Wunderbar. Siehst du noch was? Ich sehe nichts mehr. Alles schwarz. Okay. Also. Da fangen wir mal an mit dem ersten Naschi-Naschi. Und zwar fangen wir an damit. Bin mal gespannt, was merkt. Ich gebe dir jetzt beides zu essen und danach sagst du mir, welches das Richtige war. Ja? Alles klar. Okay. Hier ist Nummer 1. Komm hier erstmal riechen. Okay, Mund auf. Super. Fertig? Ja. Okay. Okay. Wie geht's euch so, Jungs? Hm? Alles fit? Wunderbar. Bereit für den nächsten? Nein, aber machen wir weiter. Okay, du spuckst jetzt erstmal aus, damit wir sicher gehen können, dass jetzt deine Geschmacksknospen nicht fehlgeleitet werden von dem ersten Versuch. Wunderbar. Okay. Jetzt nehme das hier. Erstmal wieder riechen. Fertig? Mund auf. Wunderbar. Ah, okay. Jetzt hat unser Lieder Ormes nochmal die einzigartige Möglichkeit, Nochmal zu raten, nochmal zu probieren und uns dann die Lösung zu sagen. Nein, ich weiß die Lösung. Das erste war eindeutig Oreo, denn es hat ganz anders geschmeckt als das zweite.